Ulla Akbitu, Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin, künstlerische Leitung des Tanzfestivals Bielefeld und leite mit meinem Mann gemeinsam Dance Art Tanz Networks hier in Bielefeld. Ich heiße Ocheku Dan Akbitu. Ich bin Tänzer, Pädagog und Choreograf, Artistdirektor von Ocheku Dance Company. Seit 1995 sind wir in Bielefeld und haben Dance Art gegründet. Ja, wir sind angefangen mit einer kleinen Schule, mit zwei Sälen, Wände rausgebrochen. Wir haben, ja, weiß ich auch nicht, wir haben für unseren Traum geackert. Anfangs sind wir noch gependelt und dann wurden es mehr und mehr und dann wurde die Company neu aufgebaut, die Checkpo Dance Company, die international tourt und performt. Inzwischen gibt es eben auch die Young Company, so ein Sprungbrett für Absolventen der Akademien und Hochschulen. Und hinzugekommen ist die Akademie. Wir sind eine staatlich anerkannte berufsbildende Schule zum Bühnentanz, 3 Jahre. Und dann gibt es die Ergänzungsstudiengänge Pädagogik und Choreografie. Wir haben auch Chance, weil mit unserer Erfahrung und meine Erfahrung, meine Beziehung zu so international, weil ich war lange in Frankreich gewohnt und als Schüler auch. Und viele Kollegen, Dozenten, internationale Dozenten auch von USA, von New York, von Paris, von überall, Italien, alles. Ich wollte, dass die Stadt hier profitiert von das. Die Festival muss das profitieren für unsere Beziehung. Und so die Kontakte, internationale Kontakte, weil wir können die Tanz mehr Türen offen, mehr Fenster offen. Irgendwann sagte denn, ja, ich möchte gerne ein Theater. Und dann haben wir den großen Schritt gewagt und haben uns vergrößert 2005 auf 1450 Quadratmeter. Und bei der Eröffnung sprachen dann die Leute davon, die beiden sind verrückt. Meine Eltern sind verrückt. Die haben eine Idee und einen Traum und dann versuchen sie es zu realisieren. Nachdem wir die Biennale Passage gegründet haben, Biennale ist immer ein 2-jährig wiederkehrendes Festival mit Schwerpunkt afrikanische zeitgenössische Kultur mit Schwerpunkt Tanz, haben wir gedacht, es muss auch etwas geben für die breite Palette der Kunst. Und dann haben wir das Festival gegründet, die Biennale Artist in Fusion, also ein spartenübergreifendes Festival, wo Musiker mit Tänzern, Schauspielern, Maler miteinander produzieren und arbeiten. Und seit 3 Jahren ist noch das Urban Style Festival hinzugekommen. Da ist die künstlerische Leitung unser Sohn Dele Akbitu, der in dem Bereich sehr stark ist und dieses Festival auf die Beine gestellt hat. Ich bin Dele Checkpo Akbitu. Ich bin Tänzer und Choreograf und Tanzpädagoge vor allen Dingen. Ich bin 28 Jahre alt und unterrichte, seit ich 17 Jahre alt bin und tanze, seitdem ich 13 bin. Hier ist eine unglaubliche große Plattform aufgebaut worden für ganz viele verschiedene Sparten. Also für Schüler von um die 400 Schülern, die hier wöchentlich reinkommen und die ihrer Leidenschaft nachgehen, zu allem, was im Theater passiert. Schulsystem sind wir ein eigenständiges System, was über Tanz, Bewegungssprache, physische Ekstase und pädagogische Zusammenarbeit mit Schülern von 3 Jahren aufwärts bis 80, 90, also bis so lange man möchte, sind wir auch etwas, was halt die Leute prägt, fördert und mitzieht und auch irgendwie mit educated und entwickelt. Ja, ja. Und eigentlich so Anfang, ja. Ja, wollten wir jetzt in diesem Jahr hoffen, das feiern zu können. Am 18. September, das 25-jährige Bestehen von Dance Art. Jetzt ist leider diese schlimme Krise dazwischen gekommen. Seit dem Freitag, dem 13., wurde auf behördliche Anordnung das Theater bei uns geschlossen und auf den folgenden Montag darauf die Schule und die Akademie. Das heißt, wir haben einen enormen Einbruch und wir hoffen, dass es nicht allzu lange andauert,
und wir das irgendwie durchstehen. Erstmal die Priorität natürlich, ich war so gesund für alles, für wir alles, für die Schule, die Eltern, für die Menschen alles. Ich hoffe, dass natürlich, wir sind ein Unternehmen, ein privates kleines Unternehmen. Wir sind in der Kunstbranche. Das ist schon sehr, sehr schwierig mit der Kunst. Unsere Branche ist sehr, sehr schwierig. So viele junge Leute brauchen Kultur und vor allen Dingen der Tanz verbindet so viel, gerade die körperliche Fitness mit der Musik, die Emotionen und die Kreativität natürlich. Und das fehlt jetzt total. Wir hoffen so sehr, dass wir das bald wieder weitergeben können. Wie Pina Bausch so schön sagte, Tanz, tanzt Leute, sonst sind wir verloren. Hello, my name is Danilo Cardoso. I'm a Brazilian choreographer and one of the directors of Samadiana Company. We are an integrative art company. We normally work with dance, theater, music and visuals. And we are actually the company in residency here at Dance Art Theater. And one thing that really connects us into this special place is actually how they deal with the company, not just as a theater or as a school, but as an environmental for creative people and creative artists to work together and get together. Dance Art für die Schule, die Kinder bis Erwachsene oder die Künstler oder die Publikum kommen hier. Wer tanzt, wenn sie kommen hier, dieses Haus, das ist ein dritter Ort, dritter Haus, für die alle Menschen kommen hier. Weil du aber die erste Ort, das ist dein Haus, wo du bist, und der zweite Ort, das ist deine Arbeit, du gehst dann in den Urlaub oder so, aber du brauchst ein drittes Haus für weg, das ist so wie Ferien, Urlaub in Natur, spazieren. Und dann ist es ein dritter Ort für viele, für viele. Wir sind über jede Unterstützung dankbar. Ihr könnt uns auf jegliche Art unterstützen, indem ihr das Video teilt, es weitergebt, uns finanziell unterstützt oder auf eigener kreativer Art und Weise. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und ich hoffe, dass wir euch erreichen können. Vielen, vielen Dank im Namen von DanceArt und ich hoffe bis bald, vielleicht bei einem Tanzworkshop, bei einem Festival oder einfach irgendwo auf der Welt. Schaut gerne vorbei, denn das ist ein Zuhause für jedermann und jeder Frau. Dankeschön.